Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Part GTA 5. So, jetzt suchen wir mal hier wieder ein paar... Oh, ja. Schwimm mal rüber. Ein paar von diesen Dingern hier. Und Teil 38 gesammelt. Yeah. So, da drüben habe ich mir einen Heli geparkt. Den schnappe ich mir jetzt gleich mal. Und fliegt ihn vielleicht darüber. Wobei das eigentlich... Ja, gut. Mal zu Fuß erreichen. Aber mal gucken, wie fein ich jetzt den Heli überhaupt da drüben gelandet krieg. Muss ich mal gucken. Ich hätte vorher da oben auf diesem Mitteltürmchen da stehen. Da ist nur... Da ist blöd, wieder ranzukommen. So, das nächste Teil liegt auf diesem Dashline da. Da würde ich eigentlich gerne drauf landen. Ungefähr so. Ja, wäre doch ganz schön, wenn du mal so ein bisschen anheben und hier runter, genau. Ich möchte nämlich jetzt ungern versehentlich ins Wasser dotzen von hier aus. Und dann vielleicht einmal an den Heli rankommen. Das wäre richtig blöd. So, weiter braucht man dann momentan noch keine markieren. Das ist Wahnsinn. Denn das nächste ist da oben am Observatorium. Das finde ich ganz einfach so. Aber ich glaube, dann werde ich mir markieren. Mal gucken. So, wo genau war das noch gleich? Irgendwo da drüben. Ich glaube, hier kann ich ganz einfach landen und da liegt das Teil auch. Ja, da ist es. Ich sehe es. Gut. Schnappt ihr das Ding mal, Franklin. So. Auch das wäre erledigt. Da waren diesmal auch wieder mal ein paar Teile dabei, wo ich richtig schön suchen musste. Für das eine habe ich mir sogar Hilfestellung geholt. In Form, dass ich mir mal eine Abbildung organisiert habe. So, in der Tat hole ich mir das nächste Dings auch ohne zu markieren. Zu finden. Einfach darüber zu dieser, ich nenne es jetzt mal Villa. Kann man das als Villa bezeichnen? Schon, oder? Ja, das Mordsgelände hier, viel Rasen, da ist ein Tennisplatz, ein Pool, mehrere Häuser. Da haben wir noch so einen kleinen, boah, Zierbrunnen, nenne ich das Ding jetzt mal. Unter diesem Baum. Und da liegt auch das Teil. So, Franklin. Was? Macht ihr da... Wollt ihr mit Stress mit mir anfangen? Ich hoffe mal nicht. So, wo waren wir denn hier? Dann sind wir als nächstes da. Okay, das hätte ich mir eigentlich auch nicht markieren brauchen. Ich glaube, das hätte ich ja so gefunden. Aber dem Teil übrigens habe ich eine ganze Weile lang rumgesucht. Hab mir dann doch noch Bild angeguckt. Und das Ding ist, da gibt es so eine Höhle oder Felsspalte oder wie auch immer. Und da ist dieses Ding drin. Jetzt muss ich hier nur irgendwie einen passablen Platz zum Landen finden. Wir müssen halt einfach mal ein Stückchen laufen. Ob das hier geht? Ich weiß nicht. Sieht mir doch ein bisschen steil aus, der Hang. Zumindest fürs Heli-Landen. So, dann lande ich das Ding mal hier oben. Haben wir jetzt halt ein Stückchen zu laufen. Ich hoffe, dass wir da wieder raufkommen. So, aber erstmal gucken, dass wir diese Höhle finden. Die müsste genau hier sein. So, haben wir nicht Licht hier
Jawohl. Ja, ist tatsächlich eine kleine Höhle. Gut, 8 Stück fehlen noch. Und, okay, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe. Hab jetzt auch leider keine Stoppuhr mitlaufen. Aber gut, ich denke mal, dürfte alles ganz gut klappen. Ich hoffe es mal. So, das nächste Teil wäre hier. Das markiere ich mir mal gerade. Das nächste Mal, das übernächste brauche ich mir, glaube ich, nicht zu markieren. Da finde ich so hin. So, ich bin jetzt mal gespannt, ob ich dieses Teil da gescheit zu fassen kriege. Das ist nämlich da am Wasserfall, an so einem Wasserfall unter Wasser. Mal wieder. Erneut ein Teil, das unter Wasser liegt. So, dann werde ich jetzt erstmal hier. Hier so lang fliegen. Hier irgendwie da unter der Brücke landen. Hier ist nämlich ein ordentliches Fleckchen Erde, wo ich den Heli aufsetzen kann. Eigentlich wollte ich ja in der Stadt anfangen mit Teilen suchen. Aber das wollte nicht so ganz klappen. Das ist gleich das erste Teil, das habe ich zwar gefunden. Wunderbar. Hol's dir, Leute. Und zack, ja genau, kletter da hoch, das ist gut. Das sind wir gleich wieder beim Heli. Das habe ich zwar sofort gefunden, habe ich aber gleich auch festgestellt. Ja, da muss ich dann dem Heli Adieu sagen. Ich weiß auch insgesamt nicht, ob ich von der Stelle wieder wegkomme, wenn nicht... sage ich auch dem Franklin dann Adieu. Das werden wir dann sehen, wenn wir da hinkommen. Erstmal müssen wir die restlichen Teile bis dahin einmal noch sammeln. Ich hoffe mal, dass das auch gut klappt dann. So, hier irgendwo war ein Teil. Zwischen den Weinbergen da. Fragt sich nur wo. Bin doch hier richtig, oder? Mal kurz die Karte begutachten und feststellen, dass ich eventuell doch noch ein Stückchen weiter da hinter muss. Hier müsste es sein jetzt, aber da ist es. Gut, dann muss ich jetzt mal ein Heli da vorne irgendwo landen. Zwischen den Weinbergen landen ist, glaube ich, keine gute Idee. Gut, das ist zwar auch ein bisschen hanglastig, aber das dürfte gehen. So, wo ist es denn jetzt? Da. Her damit. Hey, ich muss sagen, die sind ganz schön großzügig breit. Also wenn ich das mal so betrachte, vergleiche mit unseren Weinbergen, wo ich herkomme, die sind ziemlich schmal. Da gibt es auch extra Schmalspur-Traktoren für. Boah, um die gescheit bewirtschaften zu können. Die sind ziemlich breit. Die eigentlich alle so breit. Okay, die stehen enger. Die sind wieder breiter. Naja, egal. So, dann gehen wir mal hier hin. Müsste ja dann soweit alles sein, ja. Andere Richtung. Ah, was ein Sauwetter jetzt auf Armor hier. Fängt an zu pissen. Na gut, war ich allerdings darauf vorbereitet, weil ich die ganze Zeit beim Suchen sind auch schon angefangen zu regnen. Allerdings hat es dann auch wieder aufgehört und es ist Tag geworden. Ich zweifle mal, dass das jetzt auch noch auf uns zukommt. Also dann würde ich ziemlich lange noch für brauchen, glaube ich. Weiß ja nicht, wie spät haben wir es denn? 1 Uhr nachts. Dürfte noch ein Weilchen dauern, bis es wieder Tag wird. So, dann haben wir hier wieder so eine... Ich nenne es mal Villa. Ist irgendwie ein... ja, eine Villa halt. Ne? Ziemlich modern, flach.
kastenbaumäßig, quadratisch praktisch gut. Ist das nicht so ganz mein Fall? Sieht irgendwie so nach 60er oder 70er Jahre aus. Vielleicht auch jünger, aber naja, ich finde es jetzt nicht so hübsch, das mal so zu sagen. So, gut, dann haben wir jetzt ein paar Teile vor uns, die uns Fahndungssterne bescheren werden. Zumindest auf dem Golfplatz weiß ich, dass ich welche kriege. Und ich habe an dem Filmstudio, wo auch noch ein Teil auf einem Dach liegt, habe ich irgendwie auch zwei Sterne bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sein muss oder warum ich die bekommen habe, aber offensichtlich kriegt man da auch Sterne, wenn man Blödsinn macht. Wüsste eigentlich gar nicht, ich bin da schon öfter durchgefahren, habe noch nie Sterne bekommen. Vielleicht habe ich auch irgendwas gemacht, was sich nicht gehört. Ich weiß es nicht. Aber mal gucken. Ich glaube jetzt, von hier ist es schon langsam hell geworden, als ich da am Golfplatz angekommen bin. Und da auf so einer kleinen Insel in diesem Teich. Ich hoffe mal, dass das hier ordentlich klappt. Boah, dass da sich jetzt jemand drum schert. Dass ich da ja, gut. Dass ich hier, wenn ich auf den Golfplatz gehe, sich da jemand drum schert. Okay, bisher habe ich keine Sterne. Noch nicht. Vielleicht kriege ich die jetzt, wenn ich wieder wegfliege. Okay, da sind sie. Ich markiere mir aber gleich schon nochmal das nächste. Wo ist es denn hier beim Lastern des Gastes? Hier, genau. So. Dürfen jetzt gar nicht mehr so viele sein, ne? Eigentlich nur noch vier Stück, oder? Ja. Da sind nur zwei Sterne, das überleben wir. Ich glaube, ich kann mir das andere Teil sogar, das letzte Teil sogar holen, ohne dass mich irgendwie ein Kopf dabei sehen kann. Nämlich auf dem Dach von diesem Gebäude hier. Und ich glaube, da kommt nie einer rauf. Gibt es keinen normalen Zugang, von daher. So. Landen wir mal, ich würde sagen, da hinten, nicht unbedingt in diesem Pool. Ich weiß nicht, ob da Wasser drin ist. Ich habe vorhin schon mal gedacht, als ich hier war. Interessante Sache, dieses Gebäude hier. Hat sogar einen Pool auf dem Dach. Okay, es ist kein Wasser drin, nur wenn es regnet. Interessantes Gebäude hier, das hat wohl mal oder sollte mal geben, keine Ahnung. Also das Holz, da ist ziemlich verwittert. Ich schätze mal, das war mal eine richtig hübsche Dachterrasse. Mit Pool und allem. Und ja, war vielleicht mal richtig schön. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es nie genutzt worden. Ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich doch auch mal drauf achten, wenn ich das nächste Teil einsammle, wie viel ich tatsächlich habe. Oh, nein, nicht an die Stange. Gut, steigen wir mal auf der anderen Seite aus. Kann man machen. So, her mit dem Teil. Gucken, wie viel wir dann jetzt haben. 48 von 50. Gut, dann fehlen ja jetzt nur noch diese zwei. Cool. Bin ich doch tatsächlich da reingekommen. Warte mal, ich markiere mal das Filmstudio. Komme ich da schnell hin. Und dann weiß ich das noch nicht so ganz. Ich muss ja dann, glaube ich, noch zu diesem Omega Typen gehen und die abliefern und dann gibt es irgendwie noch eine Mission oder so dazu. Weiß nicht, ich glaube, das mache ich dann ein andermal. Ich sammle die Teile jetzt hier mal fertig ein und dann sehen wir weiter. Gut. Ich habe mir ja da nämlich auf jeden Fall auch schon mal eine Position zum Heli-Landen auserkoren. Bin mal gespannt, wo ich mein Heli da ordentlich gelandet. Wahnsinn!
Ich muss sagen, wow. Und ich habe Sterne. Aber ich hoffe mal, dass ich jetzt hier auch wieder ordentlich hochkomme. So, Franklin, mein guter. Ach, mach doch nicht so ein Kappes. Hey, ich mache jetzt mal Folgendes. Wow, es hat geklappt. Gut, ihr dürftet mich da jetzt eigentlich gar nicht mehr groß behelligen. Gut, möglicherweise werde ich gucken, dass ich Cops noch loswerde. Bevor es hier heiß zur Sache geht, bevor ich das nächste Dings hole. Bevor ich da. Ja gut, ich glaube, ich werde dieses Mal eine Weile verweilen in der Luft. Bevor ich da bei dem letzten Teil meine Versuche starte. Wobei, ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut, da vorher nochmal zu speichern. Ich glaube, das mache ich auch. Aber erst warte ich, bis die Cops weg sind. Und dann gucken wir mal, ob wir es schaffen. Also das Teil ist da auf dieser Reklametafel oben drauf. Man sieht es jetzt gerade gar nicht. Aber das ist da. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, das ist das Teil, das ich zum Schluss hole, ganz zum Schluss. Weil, ja, selbst wenn ich es auf Anhieb schaffe, auf diesem Ding da zu landen und da hinzukommen, ich glaube, ich kriege es nicht mehr hin, in die Helle wieder einzusteigen. So, gut, die Cops sind weg, das heißt, wir können speichern. Dann speichern wir mal schnell und gucken, ob das funktioniert. Also, was funktionieren soll, ist ja landen auf dieser Tafel. Jetzt würde ich doch gerne noch ein bisschen mehr nach rechts. Oh, 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 oh! Ja, ich möchte auf Nummer sicher gehen, ne, dass er drüber sich abrollt und dann auf der anderen Seite runterfällt. So, probieren wir es mal. Gut. Wir haben dieses Teil. Aber wir kommen nicht mehr in den Heli rein. Omega KBL. Wenn du das letzte Teil lokalisiert hast, komm mal auf dem schnellsten Weg zu meinem Kontrollzentrum Wohnwagen im Windpark. Ja gut, die Mitteilung kann ich gleich schon nochmal löschen. Jetzt fragt sich halt nur, wie komme ich hier wieder runter? Habe ich einen Fallschirm? Nö. Also komme ich demnach gar nicht... Oh Gott. Nee, oder? Hätte ich etwa hier eine... Scheiße. Ich bin so doof. Jetzt ist natürlich der Heli im Arsch, ne? Der ist futsch. Da hätte ich hochgekonnt. Scheiße! Ja gut, jetzt habe ich halt einen Heli oben gelandet, was soll's. Ja, aber ich glaube, zum Windpark fahre ich jetzt nimmer. Ich würde sagen, da machen wir jetzt hier erstmal Schluss und im nächsten Part geht's weiter. Ich glaube, dann fahre ich doch immer irgendwie noch zum Windpark oder so, mal gucken. Oder irgendwas werde ich wohl schon noch machen. Okay, dann würde ich sagen, war's das für diesen Part und im nächsten geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.